Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, liebe Freunde. Heute schnappen wir uns nach den ganzen Herbivoren endlich mal einen Karnivoren wieder, nach dem Kano der Erste. Und zwar nichts Geringeres als ein Tyrannosaurus Rex, auch kurz T-Rex genannt. Ja, leider muss ich euch das Videomaterial hier vorenthalten, das, als ich ihn hier in den Stall gepult habe, weil so schnell war ich nicht. Der war hier zufällig reingefallen. Also runtergefallen und dann habe ich ihn gerade in den Stall gepult und dann war es eine Kurzschlussreaktion, den noch gerade zu zähmen, gerade noch mitzuholen. Und er hat auch nur Level Part 30, glaube ich, ja, Part 30. Und den holen wir uns jetzt. Und deswegen, so schnell war ich in der Aufnahme drücken nicht, da habe ich die Finger rotieren lassen. Ihr seht, da läuft noch ein Alu rum, da musste ich schnell sein. Den Alu will ich mir nämlich auch noch mitholen. Der wird dann vermutlich im nächsten Video kommen, falls ich nicht noch was anderes bringe zwischendurch. Ja, hier, ich mache das mit Kippel, deswegen schreibe ich das auch, weil der Kippel ist sehr angenehm beim T-Rex, weil ich ja auch den Alu zähmen will, noch nebenbei. Und dann ist mir das zu viel Stress mit dem Prime. Wir haben genug Skorpioneneier, um genau den T-Rex zu zähmen. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis er endlich umfällt. Ja, aber dann zeige ich euch, wie man das Kibbel noch dazu herstellt. Und ein Rex ist eben Rex, ne? Ist immer cool, wenn man einen Rex hat. Also ist nicht jeder Rex ist ein Rex. Also doch, eigentlich schon, aber natürlich sind die Unterschiede enorm, wenn man einen großen Level hat. Wir haben auch den Schwierigkeitsgrad hochgestellt und deswegen wird in Zukunft wird es noch höhere Tames geben. Das werdet ihr dann auch demnächst sehen. Habe ich auch schon ein Video aufgenommen. Und zwar ein Level 220er Agi. Also als er fertig war, hatte er so irgendwas in dem Dreh. Und das werde ich euch zeigen. Aber jetzt erstmal der Rex. Und ja, dann gehen wir auch gleich zum Kochen über. Müsste jeden Moment fallen. Wie gesagt, das Skorpioneneck haben wir im Kühlschrank. Hab noch schnell die Knarre müssen holen mit Betäubungspfeilen. Die hatte ich nämlich auch nicht dabei. Aber wir haben jetzt so ein Munitionsreservoir. Ich werde auch demnächst mal zeigen, unsere Base, ein Let's Show oder so. Weil die ist mittlerweile doch schon recht prachtvoll, würde ich sagen. Hat schon ein bisschen was. Ist natürlich jede Menge Aufwand immer. Deswegen gibt es auch so wenig Arc Primitive Plus Mod auf der PS4. Weil das hier kostet alles Zeit. Wir müssen das Ding sicher machen. Gerade jetzt, wo die Dinos nochmal stärker werden. Da ist man schnell, ist die Base mal überrannt. So, jetzt ist er endlich gefallen. Jetzt gehen wir hin, gucken. Der hat so eine schöne Betäubung. Man muss dem, glaube ich, nicht ein Betäubungsmittel geben. Hier der Level 30er männlicher Rex. Nicht ein Betäubungsmittel geben, um den zu zähmen. Wir können den jetzt erstmal aushungern lassen. Dann geben wir uns Skorpione, Pulmono Scorpius Kibble, Pulmono Scorpius Egg Kibble gehen wir uns herstellen. Und das bauen wir dann in sein Inventar. Und da brauchen wir, glaube ich, gar nicht auf den großartig aufzupassen. Mal kurz gucken, ob alles in Ordnung ist und so. Aber hier seht ihr schon ein bisschen Verfolgungsjagd vom Alu. Ich will euch diese Bilder nicht vorenthalten. Genaueres seht ihr dann das nächste Mal. Jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Fast Forward und Musik. Ich melde mich gleich, wenn wir Kibbel kochen. Okay, bis gleich.
Da sind wir soweit. Endlich liegt der Alu. Und da, mehr dazu seht ihr auf jeden Fall in der Folge. Und es gibt auch ein Spezialvideo, Ark Ragnarok Adventures, sieht da exklusiv zuerst bei Sandy. Da gehen wir mit den Alus auf Jagd. Das ist auch noch nicht draußen. Dann seht ihr auch mal die Vorzüge, wenn man zwei Alus gleichzeitig unterwegs in einer Gruppe hat. Ja, jetzt kommen wir hier zum Kibbel, zum Pulmono Scorpius Egg. Ihr seht, was er braucht. Also ein Skorpionenei. Mal einmal Mais, einmal das Prime Jerky, das ist Räucherfilet, ja, zweimal Mechoberry, also dreimal Fasern und einmal Wasser und dann habt ihr ein Kibble. Hier Level 30 hat, glaube ich, 10 Stück gegessen und hat 14 Bonuslevel dann gegeben. Natürlich, je höher, umso besser, also dann umso mehr braucht er auch. Und ja. Das mache ich da hier in den Kochtopf zusammen mit Wasser gemischt. Ich kann hier machen, kann ja schon durch die S-Plus-Mod ist mehr Platz im Kochtopf und da kann ich mehr Wasser reinschmeißen. Dann kann ich auch mal weggehen und was anderes machen in der Zeit, wo der mal schön durchkocht. So viel dazu. Wir haben das Kibbel, das habe ich ihm schon verabreicht. Sorry, dass es so wenig Spielanteile gibt oder Anteile vom T-Rex in diesem Video. Aber ja, der Alu hat eben meine volle Konzentration gefordert. Weil, ja, den musste ich mit Prime Heat füttern und das ist ein bisschen aufwendiger. Das seht ihr aber dann, wenn es soweit ist, wenn wir Alu Taming haben hier, den Guide. Und da gebe ich euch auch ein paar Tipps wieder und so weiter und so fort. Da gehen wir genauer drauf ein. Heute ist der Rex trotzdem im Mittelpunkt, auch wenn wir ihn nicht oft gesehen haben. Da liegt er. Jetzt warten wir noch, bis er einmal frisst. Und wenn er dann aufsteht, dann haben wir den tyrannischen Herrscher auf der Ark gezähmt. Was sind die Vorzüge von einem T-Rex? Ein T-Rex hat meiner Meinung nach recht wenig Ausdauer. Je nach, gut, es kommt natürlich auch auf ein Level an. Aber mit Ausdauer hat er schwer zu kämpfen. Also ist es ganz gut, wenn man da rein auch ein bisschen skillt, dass er natürlich auch viele Angriffe machen kann. Sein ganz klarer Vorteil ist der immense Schaden, den er macht. Er hat einen guten Standardschaden schon ohne die prozentuale Erhöhung, die man auch mit Level-Ups geben kann oder die er dann eventuell auch schon drin hat. Aber sein Grundschaden ist schon ziemlich stark gegenüber anderen Dinos. Ja, wie skillt man ihn jetzt? Ja, das kommt dann natürlich drauf an, was er wollt. Wenn er jetzt eine Killermaschine haben wollt, die alles mit zwei, drei Bissen zerstört, dann viel auf Melee-Damage, eventuell auch Ausdauer, damit er eben auch hinrennen könnt, reinbeißen. Und dass er da nicht müde werdet, obwohl er das eigentlich dann auch nicht so braucht, wenn er jetzt so viel Melee Damage macht, braucht er ja nicht so viel Ausdauer, wenn er den Dino direkt zerfetzen würdet. Oder ihr macht's wie ich, eine Mischung zwischen Ausdauer und ein bisschen Ausdauer. Ich mache immer so circa, dass er zumindest mal 1200 Ausdauer hat, so mindestens. Und den Rest auf Health, mehr auf Health als auf Damage. Damage mache ich zwar auch. Aber ich brauche keine Dinos mit zwei, drei Bissen kaputt zu machen und bin selber mit zwei, drei Bissen tot. Ich will, das mache ich fast bei, ja, da steht er, juhu, mache ich fast bei jedem Dino, also viel auf Health draufgehen, dass der auch was aushaltet im Kampf und dann noch die dazugehörige Ausdauer, dann hält er natürlich noch mehr aus und dann kann der ruhig mal 100 Damage weniger machen pro Attacke, aber wenn er dafür 5 Attacken mehr machen kann oder 10, ne, weil man länger drinstehen kann in der Action, dann ist das viel effektiver im Endeffekt. Der gegnerische Dino ist zwar nicht so schnell tot, aber dafür stirbt er eher als der Rex. Ne? Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich noch mit tyrannischem Gebrüll. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Euer Spooky4F auf der Ark. Ragnarok. Bye bye.